willkommen zurück zu Mega Man 6. Ja, diesmal habe ich es richtig gesagt und gleich mal einen Schuss verschwendet. Wir kämpfen gegen Frostschutzmittelmann. Nein, natürlich hier Snowman. Oh Gott, die halten nicht so lange, wie ich gedacht hätte. Okay, wenn er sich zusammenrollt, kann ich nichts. Er ist schon... Ist schon happig. Oh Gott. Der ist nicht von schlechten Eltern, muss ich sagen. Ich bin derzeit noch so ein bisschen planlos, wie ich von ihm wegkommen soll. Also der hat's drauf. Kann man nicht anders sagen. Ich mache aber sein Level nicht nochmal. Das könnt ihr vergessen. Kann übrigens sein, dass der Part heute ein bisschen kürzer wird, weil ich muss noch was aufnehmen. Ich habe aber nur eine halbe Stunde und ihr könnt euch denken, dass das sehr, sehr knapp wird, wenn man zwei Projekte in 15 Minuten, in 30 Minuten aufnehmen will, wenn beide 15 Minuten lang sind, Minimum. Dass es dann zu leichten Komplikationen kommt. Und zu denen kommt es derzeit bei mir. Mal gucken, vielleicht nehme ich auch den einen Part. Ja, die müssen heute noch raus, das ist das Problem. Es ist nicht so ideal. So, komm, du stirbst. Nicht. Ah, er ist tot. So. Nummer uno. You get B-Attack. Okay, ich kann mit Schnee schießen. Warum ist das B? Was für ein Man war das? Stay Select. Blizzard Man. Ah, Blizzard Attack. Okay, hier auf den beiden Wegen habe ich wohl alles abgeschlossen. Und was mir noch so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich hier die Möglichkeit zu fliegen. Und ich glaube, wenn es einer ist, dann ist das der Windman. Ist denn Wind oder Windman? Also Aufziehmann? Nein, es ist tatsächlich Windman. Er hat eine verdammt hohe Defense. Ich habe ein bisschen Angst. Und diese fliegenden Stages, ihr wisst, wie ich sie hasse. Von daher, ich bin in Sorge. Bin richtig in Sorge. Aber bisher scheint sie ja noch relativ harmlos zu sein. Ich glaube, je harmloser die Stage, desto schlimmer dann, was uns am anderen Ende erwartet. Das hole ich mir mal nicht, weil falls wir sterben. Achso, wir haben ja noch ein Leben, ne? Von daher. Sag mal. Direktkanone. Na, wir müssten eigentlich eh sterben. Sonst gibt's für uns kein Leben. Und ganz ehrlich, ohne Full Heal möchte ich das eigentlich ungern machen. Oh Gott. Ja, da sind wir schon down. War nicht mal mit Absicht, war ehrlich gesagt ein Versehen. Aber kommt mir ganz gelegen, weil ich möchte das wirklich mit Full Heal hier raushauen. Continue. Was mich bloß interessiert hätte, ob wir schon bis zum Midway Point gekommen sind. Das wäre wirklich interessant gewesen zu wissen. So, komm. Ein wenig Tempo, Mega Man. Du, ich weiß nicht, diese Kanone und ich, wir werden keine Freunde, nicht in diesem Leben. Ich glaube im nächsten auch nicht. Ups, nein, 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 halt dich bloß fest, ich will diese Kanone nicht nochmal machen. Okay, damit kann ich sie bloß ein bisschen verschieben. Das bringt mir aber alles in allem nicht wirklich was. Das war ein bisschen doofes Timing, was ich hier an den Tag gelegt habe. Eigentlich sind die Dinger gar nicht mal so schlimm.
Ah, okay, vielleicht kann ich mit dem Durchschuss, ja. Man kann auf jeden Fall die Bälle zerschießen, das ist gut. Nein, warum? Alles nur von vorne. Mega Man, mach's mir doch nicht so schwer. Ja, Waffentank bringt mir derzeit leider überhaupt nichts. Und wir haben auch noch keinen Rush Jet oder so. Diesmal bin ich wütend. Jetzt werden keine Gefangenen genommen. Ja, diese Kanonen. Schlimmster Gegner. So. Warum? Ich will jetzt schon nicht mehr. Es ist heute wieder der Wurm drin. Ich glaube, es liegt am Zeitdruck und an diesem blöden Ventilator und allem auf dieser Stage. Weil Flugstages bedeuten eigentlich immer eine ganze Menge Instant Death. Es ist einfach so. Weil, was ist, wenn man fliegen kann? Genau, man kann auch runterfallen. Und deswegen sind Flugstages eigentlich prädestiniert, Instant Death zu produzieren. Mega Man macht das ja auch gerne in Wasserleveln oder in allen Leveln. Aber gerade die Air Stages, diese Airships hier, die sind immer ganz besonders dafür auserkoren. Okay, jetzt nur so. Okay, diesmal haben wir's. Oh Gott. Geht das wieder los? Nee, da hoch komme ich nicht. Ein E-Tank. Ja, den hätte ich schon gerne gehabt, aber so hoch bin ich nicht gekommen. So. Da gibt's ein extra Leben. Habe ich einen Rush Coil? Nee, natürlich nicht. Und hier mit rumspringen ist natürlich jetzt nichts. Aber Moment. Ich brauch doch gar keinen Rush Coil. Ich kann doch einfach hier durchsliden. Warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? So. Was ist denn das für eine schwarze Leiste in unserem Leben? Hatten wir die schon immer? Jetzt ist auch wieder normal. Keine Ahnung. Leichte Bugs, die dieses Spiel nie korrigiert hat. Was sind wir froh, dass es heute Patches für sowas gibt. Oh Gott, nicht so einer. Ich dachte schon, hier müsste ich wieder gucken, wie ich fallen darf. So, Bruger, jetzt bist du tot. Nee, Leute, ich mach hier ein Safe, die Stage geht schon eindeutig zu lange und ich habe keine Leben mehr. Ja, gerade wegen so Passagen hier. Oben Stacheln und rechts der Abgrund, obwohl das ja wirklich ein winzig kleiner Abgrund ist. Und man muss halt wissen, was man hier macht, wenn man doof ist, dann passiert sowas. Sorry, Bär, muss weiter. Ich hab keinen Coil. Das ist so gemein. Den schaffen wir aber heute noch. Wer bist du denn? Ah ja, du warst Windman, genau. Flugstage, Windman. Gut, was haben wir denn so? B-Attack. Ne, die war es nicht. Centaur Flash. Das hat echt gewirkt.
Leute, ich bin tot. Kann ich das nochmal laden? Wo habe ich den zuerst? Ja. Den mache ich jetzt einmal mit Blaster und dann mache ich den mit dem Tower Flash fertig. Leute, der ist hier jetzt ein Tower Flash. Also, ich habe mit viel gerechnet, aber nicht damit. Aber irgendeiner muss es ja sein, also... Wird der immer schneller, wenn man ihn ein paar Mal gehauen hat? Auf jeden Fall wird er nicht schwächer. Oh Gott. Ja komm, den will ich heute noch machen. Aber mit dem Flash ist das ja eigentlich total einfach. Ich habe gesehen, wie schlecht mein erster Versuch war und ich habe ihn trotzdem fast tot gehabt. Ich habe Schluck auf. Zack. Zack. Okay, jetzt stelle ich mich aber auch gut an. Ich habe ihn ohne einen Treffer besiegt, also gut. Ich hätte ihn vielleicht auch mit dem Blaster killen können. Aber es ist immer gut, wenn so ein Tower Flash dabei ist. You get W Storm. Sehr schön. Stage Select. Leute, wir haben drei Stages komplett abgeschlossen. Eine Stage noch nicht, wir haben immer noch keinen Rush Jet und ich würde sagen, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar an, Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mega Man. Bis dann, euer Wolf.